Herzlich willkommen zu Für eine Handvoll News mit Steven Sommer und Sebastian Milpetz. Ja, wir haben wirklich eine Handvoll News heute für die Leute da draußen. Unter anderem natürlich der absolute Knaller für alle Free-TV-Nutzer. Die Champions. Und wer ist das nicht? Ja, 80 Milliarden Menschen in Deutschland. So über den Daumen, über den Daumen gepeilt. Ja, es ist ein schlechter Tag für den Otto Normal Fernsehzuschauer, der sich keine Pay-TV-Abos leisten kann, der auf Sky verzichten muss. Ja. Die Champions League wird ab 2018/19 nur noch gegen Bezahlung zu schauen sein. Ja, also ganz viele Hartz-IV-Regionen, der komplette Ruhrpott macht sich jetzt schon für Massenstreiks warm. Die haben schon die Helme rausgeholt. Nein, keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Das ist natürlich schlechte Nachrichten und ZDF beißt sich ein bisschen in den Arsch. Aber es ist eigentlich auch keine schlechte Nachricht fürs Free TV an sich. Denn der Mittwochabend galt gemeinhin als der Tag, wo man nicht senden konnte. Deswegen waren immer so komische, so Dosensendungen halt irgendwie aus den Archiven geholt und halt so in Dauerschleife gesendet. Jetzt, liebe Leute da draußen und Programmmacher, müsst ihr euch für den Mittwochabend wieder was einfallen lassen. Und da erwarten wir einiges. Also da erwarten wir Hämmer. Genau. Aber so viel war es ja gar nicht. Es war ja nur ein Spiel pro Woche. Und also, wer will schon Bayern gegen, nicht mal, war alle zwei gegen Wochen Rostov, Ukraine oder so sehen. Also, ja, wer will sowieso Bayern sehen, sagt Steven Sover, der alte Bayern-Hater. Ist natürlich aber trotzdem insofern ein Zeichen einfach. Ja. Also muss man sagen, dass kein gutes Zeichen. Fußball, Sport generell immer mehr dahin wandert, wo die Kohle ist. Ja. Und irgendwann, ich glaube, es gab mal so einen RTL-Programmmacher, der hat vor Jahren mal gesagt, es gibt ein gebührenfinanziertes Fußballmonopol im deutschen Fernsehen. Der Mann ist auf jeden Fall kein Visionär gewesen und kann nicht als Nostradamus gelten, weil damit hat er definitiv nicht recht gehabt. Es ist nämlich der Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Die Pay-TV-Sender haben jetzt sozusagen sind am Absahen und Sky nimmt kolportierte 1 Milliarde Euro jährlich in die Hand, um Bundesliga und Champions League zusammen, ist es jetzt gerechnet, seinen Abonnenten zeigen zu können. Das konnten sie sich nur leisten, indem sie noch eine Sublizenz an The Zone abgeben, um da noch ein paar Millionen einzustreichen. Und bei The Zone ist dann auch Champions League zu sehen? Genau, also das ist so eine Sublizenz, wie man das halt auch von zum Beispiel damals ARD, ZDF, Olympia kennt, die dann auch eine Sublizenz an Eurosport gegeben haben. Das läuft dann, und da gibt es dann noch Vertragsverhandlungen dazu, welche Spiele genau gezeigt werden, aber summa summarum wird es darauf hinauslaufen, dass eben wahrscheinlich die unwichtigeren, kleineren Partien dann bei The Zone zu sehen sind und die Knaller bei Sky, die picken sich sozusagen die Rosinen raus. Und also ansonsten ist es aber kein neues Modell. Also wir kennen es ja von der Handball-Bundesliga, da ist es, dass Sky mit ARD kooperiert. Ja. Wir kennen es vom Eishockey, da macht es Sport 1 mit der Telekom. Offensichtlich ist es einfach eine Maßnahme, die daher muss, weil es so viel Geld kostet, weil die Leute so viel Geld dafür nehmen können. Aber die Leute wollen es halt sehen. Also die werden auch ein Abo dann abschließen. Alle wollen Fußball sehen. Ja, es ist ja auch rund um die Uhr. Muss man ja auch sagen, Deutschland war ja auch die letzte Hochburg des Free TV. Ja. Also in England zum Beispiel, also und da mit Streik, was du gemeint hast, da kratzen die Leute wirklich fürs Pay TV die letzten Groschen zusammen. Ja. Oder gehen in den Pub. Also das genau. kann ja auch sein. Ja, also. Das ist da auf jeden Fall ein anderes Massenphänomen als hier. Vielleicht müssen sie sich ganze groß vermehren. Ich meine, es gibt ja immer mehr arabische Großclans, vielleicht können die sich zusammenschließen und dann zusammen Pay-TV gucken. Ich weiß es nicht. Man wird Lösungen finden müssen. Definitiv. Ja, oder so Kneipen, die sich auf verschiedene Länder spezialisieren. Dass man sagt, wir zeigen jetzt nur Spiele von ukrainischen Mannschaften oder so, oder holländischen. Da hat man so eine ganze Partymeile. Aber der Spieltag wird dann wahrscheinlich auch aufgelöst. Also da kommen wahrscheinlich nicht alle Spiele um 20:45, sondern werden so versetzt. Kann ich mir vorstellen. Naja, dadurch, dass ja Sky Sports sowieso so viele Kanäle zur Verfügung hat, dass sie ja auch Sachen parallel zeigen können, dass sie Konferenzschaltungsmöglichkeiten haben, sind sie ja da eigentlich relativ variabel aufgestellt, also rein technisch zumindest, um dem Zuschauer das große Potpourri anzubieten.
Die Frage ist bloß, was will der Zuschauer dann letztendlich, was nutzt der? Ich meine, es gibt ja auch von Sky, Sky Sport News HD, der jetzt im Free TV auch erhältlich ist. Und es gibt auch eine Zusicherung nach weiß nicht, irgendein Grundsicherungsvertrag, der irgendwie sagt, dass wenn eine deutsche Beteiligung zum Beispiel in der Champions League fürs Finale feststeht, dann muss dieses Spiel im Free-TV gezeigt werden. Ja, das ist die Grundversorgung. Ja, aber das wäre Grundversorgung ist ja eigentlich so ein Begriff fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ja. Das ist jetzt fürs Fernsehen generell gemeint. Immerhin, ja, also da muss man auch dankbar sein. Dann müsste das sozusagen bei Sky Sport News HD gezeigt werden. Ansonsten wären sie wahrscheinlich, das habe ich vorhin schon mit einem Kollegen drüber so gequatscht, eine witzige Idee, dass man halt die Vor- und die Nachberichterstattung da beim Free-TV-Sender zeigt, aber natürlich das Spiel an sich nur im Pay-TV, damit alle da letztendlich gezwungen werden, Premium. Genau. Und du guckst doch immer auf Sport 1 diese Fußballfolter. Das ist das Beste, ja. Dieses, wie heißt das? Watch People Watch. Ja. Also wie heißt nicht Krombacher Runde, sondern. Egal, also wie heißt es denn? Also man sieht Leute beim Fernsehen. Leute, wie schauen. Heißt es? Sagt's uns, komm. Mario Basler, Thomas Helmer, Peter Neuhofer. Ich guck's ja nicht, ich weiß nur, es läuft bei Sport 1. Es läuft jeden Dienstag, immer wenn es keine Free-TV-Übertragung gab. Ja. Jetzt wird es also auch mittwochs geben. Vielleicht kommt dann aber auch sowas wie... Bitburger Runde? Nee, Quatsch, nee, ist Quatsch. Keine Biermarke, also ich glaube, das ist keine Biermarke im Titel, sondern das heißt... Ja, ganz schlecht, aber ihr wisst alle, was... Und vielleicht kommt dann noch eine zweite Ebene, so man sieht Leute, die anderen Leuten beim Fernsehschauen zuschauen, die ein Pay-TV haben, man sieht so Leute, die Fernseh schauen, gucken zurück, weil sie Pay-TV schauen und ich schaue Leuten zu, die Pay-TV schauen. So eine Dystopie, so eine elitäre Gesellschaft, die sich so aufbaut, wo sozusagen man den Hochbetuchten zugucken kann, wie die Fußball schauen. Zugucken darf. Also da ist der Volkssport da, wo er hingehört. Oh, jetzt hat glatt den Scheinwerfer umgehauen. Vor lauter populistischer Erregung. Ja. Also unverschämt. Also ja, das... Hast du mich gerade als Populist bezeichnet? Hier, live, vor 9 Zuschauern. 9000. 900. Kommen wir mal zu was Schönerem. Ja, oder? Genau. Also, so ist es halt. Ja. Gewöhnt euch dran. Eine Saison könnt ihr das noch genießen im ZDF jeden Mittwoch. Ja. Und dann dann heißt es Abschied nehmen. Und jetzt bist du dran. Was gibt's? Aladdin, schön. Haben wir ja gehört, dass es da eine Realverfilmung gibt. Mit Will Smith als Genie. Und da gibt es jetzt anscheinend einen neuen Star. Oh, als Endboss? Genau, als Endboss Jafar. Und zwar ist es einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, einer der besten jungen Schauspieler, der bei jeder Rolle, die es zu besetzen gibt, gleich die erste Wunschbesetzung ist. Um euch noch mehr auf die Folter zu spannen, es ist Tom Hardy. Ah, okay. Bester Mann. Ja, guter Mann. Auf jeden Fall bei Revenant ungefähr die gleiche Rolle gespielt wie jetzt bei seiner neuen Serie Tabu. Das hat mich ein bisschen. Das war das erste Mal, dass ich enttäuscht war von ihm. Also, hat er da auch so genuschelt? Ja, er hat also habe ich das Gefühl gehabt, halt irgendwie das, was er da sozusagen an Rollenpaket mitgenommen hat von Gonzalo Iñárritu, das hat er noch mit reingenommen in seine eigene Produktion für eben diese besagte Amazon-Serie Tabu. Und hat aber wenig der kann Neues. Alles. Ja. Der kann alles. Ansonsten bin ich halt auch großer Tom Hardy-Fan. Ja. Also wirklich neben Michael Fassbender ist das der Beste, den wir im Moment haben. Rüdiger Meier, du hast natürlich recht. Fan-Talk live. Ja, natürlich. Fan-Talk live. Ja. Mit Giovanni Zarella. Ein so naheliegendes Programmformat, also ein Formatname, da hätte man doch kommen können. Ja, aber Tom Hardy, ist eine interessante Frage. Das ist wirklich steht überall. Das jetzt schon, also ist es das sind nur Gerüchte, also ganz diffus, aber weil ich so ein großer Tom Hardy-Fanboy bin, haue ich das sofort raus. Hast du Instagram geliked und wer hat denn heute so seine... Das war so über drei Ecken, so The Sun hat gehört, dass irgendjemand zu jemandem gesagt hat, Guy Ritchie is a big fan und so, also... Okay, können wir noch nichts aufgeben. Ja, noch nichts. Was daran interessant ist... Jafar ist, wie der Name ja schon sagt und wie Aladdin suggeriert, ja ein, wie nennt man das, ein orientalischer Mensch, orientalisch aussehender politisch Mensch. Politisch korrekt ausgedrückt, ja. Ja, wie sagt man das denn politisch korrekt? Mit arabischem Migrationshintergrund? Ja, also nicht Migration, sondern der ist ein echter. Achso,
Araber. Ein echter. Ja. Musulman. Wie man früher, ganz früher gesagt hat. Aber es ist auch wieder. Ich glaube, das ist. Du meinst, dass es jetzt ein umgedrehtes ist, kein. Na doch, ist wieder ein Whitewashing. Ja, genau. Und da eigentlich wollten die Macher Whitewashing um jeden Preis vermeiden. Dann wäre Tom Hardy natürlich die falsche Besetzung. Ja. Aber wen gibt's? Dieser, wie heißt der, Rami Assad? Der von Mr. Robert? Nee. Nee, das, dieser Komiker, wie heißt der? Aziz Ansari. Ja. Rami Aziz Ansari. Ich glaube, ich meine jemand an, das Rami Malek. Ja, das ist der von Mr. Robert. Okay, ja. Ja, egal was auch immer in Stevens Gehirn gerade vorgeht, ich habe keine Ahnung. aber er hat wahrscheinlich irgendwelche Rollenträume, die er sich da herbeiwünscht. Ich weiß ja, Tom, nicht. Ja, es gibt ja immer so multiethnische Multi-Einsatzwaffen wie Ben Kingsley oder so, alles was so aus dem Raum kommt. Oder Oscar Isaac jetzt. Ich finde, wir können uns jetzt nur noch auf Glatteis begeben. Ja, deswegen ich gehe mir recht davon. Ja. Ich gehe mal über zum nächsten Thema. Es kam gerade der absolute Knaller-Trailer raus, der heute jegliche Social-Media-Rekorde brechen wird. Das steht schon jetzt fest. Es ist nämlich der neue Trailer zu Olaf herausgekommen. Nein. Olaf, dieser witzige, kleine, schrullige Schneemann aus Frozen, der da immer ja so übers Glatteis trullert. Der macht's richtig. Für den gibt es jetzt einen Spin-Off. Dieser Film wird am 22.11. in 3D in die Kinos kommen, zumindest in den USA. Und mal wieder ein Pixar-Disney-Spin-Off. Und dieser Trailer macht total Spaß für alle, die Frozen-Fan sind. Für mich war es jetzt mehr so... Mehr nicht. Okay. Ja, für mich war es ein bisschen weniger als okay. Ja? Also, das ist mir zu infantil. Also, das ist halt wirklich so ein klassisches Disney-Musical. Aber es ist okay, es ist ja die Zielgruppe, ist ja eigentlich auch auf Kinder zugeschnitten. Ja. Ich meine, die mögen es. Ich glaube, ich habe so ein Ding mal, ich habe sogar diesen vermaledeiten Merchandise-Store, da der dann auch angekurbelt wird ohne Ende bei Disney, den habe ich sogar auch mal bedient und habe so kleinen befreundeten Mädels halt mal einen Olaf geschenkt, so vor zwei Jahren. Und wahrscheinlich habe ich damit bestimmt so 20, 30 Euro in die Disney-Kasse geworfen. Ja, so. Und deshalb machen die das. Die machen das nicht, um irgendwelche... Ist aber nur ein Kurzfilm vor dem neuen Hauptpixar-Film. Ja, stimmt. Aber trotzdem. Aber was ist denn der neue Pixar? Frozen 2 soll ja auch kommen, aber 2019 erst. Coco, oder? Ja. Coco. Ja, auch nicht schlecht. Aber bei dem, der komplette Frozen-Cast ist wieder mit dabei. Stevie Wormers, der übrigens auch bei Zootopia mitgemacht hat, wahnsinnig witziger Film, ist auch mit an Bord. Und ja, gerade laufen irgendwie am Broadway Frozen-Musicals rauf und runter und sind beliebt ohne Ende. 2019 kommt Frozen 2, also die machen nichts anderes gerade. Und da muss man die Maschine am Laufen halten, damit die Kinder, die jetzt 4 sind, dann in 3 Jahren nicht vergessen haben, was Frozen überhaupt ist. Genau, ja. Damit halt alle neuen Generationen, jedes neue Kind, was aufwächst, so sofort den Frozen-Hype inhalieren und nie mehr was anderes haben wollen. Und dann schon zur Geburt. Genau, kommt so ein Depp wie ich und schenkt zur Geburt den Olaf. Ja, also, das sollte wirklich obligatorisch sein. Okay, das war's. Mach weiter. RTL hat genug von Scripted Reality. Was? Das sind doch Fake News, oder? Doch, du bist tatsächlich. Nein. Echt? Nachdem jetzt der komplette Vormittag von Scripted Reality, ich lese mal vor aus der besten Fernsehzeitschrift, also der Vormittag und Nachmittag von RTL wird komplett von Scripted Reality bespielt, der Blaulichtreport, Verdachtsfälle, Betrugsfälle. Ja, stimmt. Damit soll man immer nicht weiß, ist es jetzt echt oder nicht? Ja, also so eine. Manche sind, glaube ich, tatsächlich echt. Also von diesen. Also es hat Scripted Reality, das ist dieses geniale Wort, was dafür geprägt wurde. Es ist so ein hochphilosophisches Konstrukt, so zwischen Scripted Reality. Also
Das geht mir auch so. Ich stehe morgens immer auf und schreibe mir mein Drehbuch für den Tag. Ja, und dann ist so. Rein. Das ist so, ja. Und dann habe ich Spaß. Ja. Und keiner weiß, dass es eigentlich nur Scripted Reality ist, wo sie gerade alle mitmachen. Das ist schon cool. Und ja, jetzt RTL. Genau, jetzt ist Schluss damit oder soll langfristig umgebaut werden. Und da steht jetzt das erste neue Format fest. Startet schon nächste Woche am Montag um 14 Uhr. Verkaufszuhaus. Fünf Frauen wetteifern darum, wer die beste Verkaufsparty anbietet. Oh, Tupperware ja, is coming home. Tupperparty TV. Ja, wirklich. Ach, das ist so wie bei. Aber kommt es nicht ungefähr 15 Jahre zu spät? Jetzt kommt es wieder. Also, es wird alles Mögliche kann verkauft werden. Aber das ist dann wirklich so Hausfrauen TV, was auch so um 14 Uhr läuft, oder ja. Wie? Oder wann? Das ist so wie Promi-Dinner. Ja. Also, fünf Personen. Aber auch Prominente, ja? Oder? Gibt es bestimmt auch ein Promi-Special irgendwann. Aber erstmal neue, also das perfekte Dinner meine ich, nicht Promi-Dinner. Das perfekte Dinner, da, also das, dieses Prinzip, die bewerten sich dann gegenseitig. Immer jeden Tag richtet einer an der Party aus. Die eine verkauft Dessous, die andere Tupperware, die andere Sexspielzeuge. Also ich finde, das klingt ganz gut. Ja. Warum nicht, oder? Also, hat bestimmt eine hypnotische Wirkung. Also ich kann ja, also ich finde es ja sowieso witzig, so dieses Konzept von Tupperwaren-Partys oder Tupper-Partys, wie auch immer sie heißen mögen. Oder Tapper. Ja, also ist ja eigentlich vor 10 Jahren wirklich, glaube ich, vorbei gewesen, der Trend. Es war so 3-4 Jahre war das ein Hype. Und jetzt wahrscheinlich wirklich nur noch auf den entlegensten Landregionen. Oder so Dildo-Partys. Also soll es auch geben, wa? Aber das ist dann so. Ja, das gibt es anscheinend überall. Das ist sowas wie anonyme Alkoholiker. Man weiß, dass es die gibt, aber man weiß nicht wo und wer da dran teilnimmt und so. Dildo-Partys, cool, ja. Ja, wir kommen immer auf so komische. Aber grundsätzlich ist es ja total sinnvoll. Also ich glaube, dass wenn es dann so im Vor- oder frühen Nachmittagsprogramm läuft, ich glaube, das kann lustig werden. Ja. Cool. Also gute Idee, RTL. Wird immer besser, euer Programm. Ich meine, ja, RTL ist ja auch so. Als Betrugsfälle. Auch so ein Beispiel, wollte ich jetzt schon sagen, mit Fußball, aber das ist wieder ein anderes Thema. Okay. Ja. Obwohl Scripted Reality hatte auch was. Also die Dialoge waren grandios. So. Ja, gut, wir haben hier mit Steven auch einen ganz großen Fan von Berlin Tag und Nacht sitzen, das muss man dazu sagen. Ja, das ist wieder was anderes. Das ist mehr scripted als Reality. Also da werden nicht echte Zollbeamte oder so mit gescripteten Fällen konfrontiert. Und naja, das ist ein zu weites Feld. Hattest du noch was? Hast du noch was? Also ich hätte noch eine Nachricht. Wir können doch mal über Champions League reden, wenn du möchtest. Ich habe noch was etwas, was einen Erdrutsch nach sich ziehen könnte. Okay. Und zwar Netflix. Ah ja, stimmt, da war was. Netflix droht mit einem Ende des Serienbooms. Also ich bin ja sowieso Vertreter davon, dass ich glaube, dass der Markt mittlerweile so hart daran kratzt, übersättigt zu sein. Also total. Dass es halt einfach viel zu viel gibt. Und es ist auf dem Höhepunkt und jetzt geht es nur noch bergab. Und jetzt gilt wirklich Klasse statt Masse. Also müssen sich bestimmte Sachen halt auch einfach aus dem Programm entfernen. Weil genau, und das ist genau das, was der CEO Ted Sarandos gesagt hat bei einer Konferenz der Producers Guild of America. Also es wurden ja zwei Serien abgesetzt, haben wir vor kurzem vorgestellt, Sense8 und The Get Down. Genau, The Get Down, Und er hat gesagt, es könnte passieren, dass das Schicksal noch mehreren Serien droht. Ja. Er hat gesagt, die Hitrate ist zu groß, also die Schlagzahl ist zu hoch. Ja. Also zu viele neue Serien, die drohen zu konventionell zu werden. Aber das ist genau das Problem, worauf das Geschäftsmodell von Netflix aufbaut. Ja. Das Problem, weswegen die Hitrate so hoch geworden ist ja die, dass monatliche Abos abgeschlossen werden müssen. Das heißt, es muss eigentlich monatlich zumindest ein exklusives Paket geben, also eine exklusive neue Serie oder so, was sozusagen den zukünftigen potenziellen Abonnenten dazu animiert, bei Netflix 9,99 € auszugeben. Und deswegen werden immer mehr exklusive Sachen produziert. Die haben selbst das Grab geschaufelt. Genau, die haben selbst dafür gesorgt. Self-fulfilling prophecies. Ja. Da haben wir es wieder. Und jetzt
Genau, also der Tenor ist, wie du schon gesagt hast, mehr Klasse, weniger Masse, mehr Originelles, obwohl die abgesetzt wurden, waren ja Klasse eigentlich, so vom Anspruch her. Naja, sie waren halt, das Problem da wiederum ist ja auch, also es ist die Ratte beißt sich, wie sagt man, die Maus beißt sich selbst im Schwanz. Das Problem da war, sie waren wahnsinnig teuer, also sie waren halt aufwendig produziert, also Get Down war wirklich, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber wirklich zu teuer, als dass sich das halt rentiert hätte, weil die Abrufzahlen nicht gestimmt haben. Aber die Geschichte war nicht gut genug. So, also ich war eh kein großer Fan davon, ich habe es mir angeguckt, ich fand es nicht so doll. Es war halt so ein Hochglanz Musical Ghetto Super Regisseur eigentlich, Barcelona. Stimmt, aber der war nur Produzent, glaube ich, hatte vielleicht die vielleicht sogar eine Folge inszeniert, aber jeden vielleicht, Fall. Also meine Angst ist eher, dass es weniger Masse, aber auch weniger Klasse gibt. Dass nur noch so ein paar konventionelle Sachen überleben. Also eigentlich... Big Bang Theory oder so. Ja. Dass Netflix so zum neuen ProSieben wird, sodass das nur noch Big Bang Theory läuft. Ich meine, aber wir haben ja jüngst über diese Abrufzahlen, die da angeblich durch die Medien schwirrten, ja auch... uns unterhalten und da war ja unter anderem auch Fakt, dass wurde gesagt, dass Big Bang Theory halt am meisten abgerufen wird. Ja, die teuren Prestige-Sachen interessieren halt keinen. Also da konsumieren wir. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Es gibt immer noch so viele gute Sachen. Gerade erst Twin Peaks wieder wahnsinnig geil. Wir haben im Serienpodcast darüber gesprochen, auch This Is Us, ein total cooler Hit von NBC. Also, und man muss auch sagen, immer wieder HBO, NBC, ABC, Showtime und so, die haben immer wieder Sachen im Programm, die wahnsinnig gut sind. Ja. Und ich glaube, es sind vor allen Dingen wirklich die Streamingdienste Amazon und Netflix, die da halt gerade mit so einer hohen Schlagzahl durch ihre Abo-Bindung halt auch ein anderes Problem hatten. Sie haben einerseits immer den Regisseuren, den Produzenten, den Kreativen der Branche erzählt, bei uns könnt ihr machen, was ihr wollt, was ja auch cool war. Da sind wirklich viele sehr gute, das will ich gar nicht sagen, viele gute Sachen bei rumgekommen. Aber es war eben so ein Prozess, der irgendwo auch endlich ist. Also wo man sieht, irgendwann ist der Markt übersättigt, irgendwann geht es nicht mehr weiter und jetzt muss da halt ein gesunder Mittelweg gefunden werden. Also, und warum sollte das nicht funktionieren? So wie in der Anfangszeit, wo es wirklich nur ganz wenige dafür gute Serien gab, wie House of Cards, und weniger ist mehr. Ja, merkt euch das. Ja. Guter Schlusssatz eigentlich, oder? Ja, deshalb hören wir auch auf, damit wir auch weniger Zeit rauben. Der würde ich auch sagen. Ruft also, für euch da draußen. Ja. Seid nicht traurig, die Champions League hört auf, aber trotzdem... Champions League hört auf, Serien hören auf, Netflix hört auf. Nur wir bleiben da. Ja, und bis morgen RTL. Bei Für eine Handvoll News. Tschüss.